Moin, wir sind hier in meinem kleinen, viel zu heißen Ford Ka los. Und das ist ein älteres Modell und ihr seht hier keine High-End-Navigation. Und die Firma CarPogo hat mir dieses Android-Auto-System zur Verfügung gestellt, das ich einfach mal mit euch hier testen wollte. Als erstes mal ein bisschen zum Lieferumfang. Mit dabei natürlich das Display, die wirklich sehr gute Halterung. Ich habe das jetzt mal so bewusst gemacht, dass es hier so auf dem Boden liegt, damit das Sichtfeld nicht so beeinträchtigt wird. Hält wirklich bombenfest. Ein sehr, sehr langes Kabel für den Strom an den Zigarettenanzünder. Dann mit dabei auch noch möglich eine Rückfahrkamera zum Anbringen. Das werde ich jetzt hier nicht machen. Vielleicht klemmen wir sie gleich mal ganz kurz an, um zu schauen, ob das funktioniert. Aber ich werde jetzt hier nichts bohren oder kleben oder whatever an dem 4 Jahre alten Auto. Zusätzliche Halterungsteile. USB Typ C auf USB Typ A. Dann relativ viele Kleber von 3M. Dann einmal Klinke. Und noch so eine Adapterplatte zum Aufkleben ans Armaturenbrett. Und dann kann man das auch ans Armaturenbrett machen. Ja, das war es so im Groben und Ganzen an Lieferumfang. Ich habe das Ganze dann schon mal eingerichtet. Also das Ganze fährt hoch und ihr verbindet es per Bluetooth mit eurem Handy. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, das Ganze einzustellen. Ich habe jetzt hier im Moment die Einstellung gewählt, dass das Display selber spricht. Im Übrigen, es läuft sehr, sehr flüssig, sehr, sehr gut. Jetzt gerade keine Nachrichten hier. Sonst hätte ich euch das an der Lautstärke mal gezeigt. Man kann es aber auch angeblich einstellen, so dass quasi vom Display zum Handy und vom Handy zum Auto per Bluetooth der Ton geht. Aber das habe ich bis jetzt nicht geschafft. Das kriege ich irgendwie nicht auf die Reihe. Also ich muss sagen, ich habe ja in meinem Ford Focus Android Auto und hier das läuft wirklich mega gut und flüssig. Also da kann ich mich echt nicht beschweren. So, Vollbildschirm. Heute. Bahnhof Haiger ist heute möglicherweise geschlossen. Bahnhof Haiger ist immer auf. Also, ihr habt es gehört. Das ist so die Lautstärke, die das Gerät von sich aus ausgibt. Ihr könntet das Ganze noch über diese Bluetooth-Funktion, wenn es funktionieren würde, einstellen. Oder über Klinke. Die habe ich aber hier nicht. Klinkenanschluss ist keiner vorhanden. Ja, das sind die drei Möglichkeiten zum Einstellen des Sounds. Ich finde aber, dass die Display-Lautstärke ist auf jeden Fall laut genug. Ansonsten schauen wir einfach mal ein bisschen im Menü hier rum. Jeder, der sich schon mal ein bisschen beschäftigt hat mit Android Auto, sollte eigentlich so die gängigsten Sachen kennen. Amazon Music, ein paar Spiele für im Stillstand, dann WhatsApp und noch ein paar Sachen mehr. Ja, Nachrichten könnt ihr euch auch abspielen lassen. Die WhatsApp-Funktion liest die Nachrichten dann vor. Auf Bruchstraße nach Nordwesten Richtung Kleinstraße starten. Ja, die Navigation brechen wir mal wieder ab. Wir müssen heute nicht zur Arbeit. Ja, was gibt es sonst hier noch zu sagen? Ihr könnt Spotify-Account anmelden und dann damit rumhantieren. Ihr könnt Befehle über Google geben. Das kann ich euch auch mal demonstrieren. Die kürzeste Route nach Köln. Köln ist bei wenig Verkehr einer Stunde 23 Minuten mit dem Auto von deinem Standort entfernt. Ja, also habt ihr gesehen, funktioniert sehr gut. Oder andere Sachen. Das nächste McDonald's. In Ordnung. Es gibt ein McDonald's in 8,2 Kilometern Entfernung.
Soll ich dir den Weg zu diesem Ort zeigen? Nein. Ja, telefonieren, Freisprechanlage klappt darüber auch sehr, sehr gut. Habe ich eben schon ausgetestet. So. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Ja, eigentlich sonst soweit nichts. Es ist ein typisches Android Auto Display. Es funktioniert super, es funktioniert flüssig. Die Einstellung, dass der Sound über die Autolautsprecher kommt, habe ich leider nicht hingekriegt. Aber wir schließen jetzt mal noch kurz die Rückfahrkamera und schauen uns das Bild dazu an. Jo, zum Thema Kamera, die kann ich euch doch nicht vorführen. Die braucht nämlich einen zusätzlichen 12-Volt-Anschluss. Den habe ich hier nicht. Das müsste man irgendwo beim Licht vermutlich abspeisen oder so. Und alleine für diese Bastelei habe ich keinerlei Lust drauf, irgendwie an mein Auto dran zu gehen. Also gehen wir mal zurück zum Carpogo. Ja, was soll ich dazu sagen? Es macht eigentlich, was es machen soll. Ich finde es schade, dass ich es nicht geschafft habe, es einzurichten, dass der Sound über die Autolautsprecher kommt. Ich habe mehrere Versuche unternommen, um das Ganze einzuschalten. Es funktioniert leider nicht. Ich möchte euch noch ganz kurz was zeigen. Ihr habt halt die Möglichkeit, entweder Dual Bluetooth Ausgang, das wäre dann über das Sound vom Auto, FM, AUX und auch über den Sprecher des Displays den Sound auszugeben. Das ist auch das Einzige, was so hier vernünftig funktioniert. So, wir starten jetzt einmal ganz kurz die Angelegenheit nochmal neu. Auch sehr cool, ihr könnt das Logo von eurem Auto einstellen, dann kommt vorne ein Ford-Symbol oder irgendein anderes Opel, BMW. Das macht das Ganze irgendwie, ja, integriert das ein bisschen mehr ins Auto, finde ich. So. Bahnhof Haiger ist heute möglicherweise geschlossen. So, das ist jetzt die Navigation und das. Nach Nordwesten Richtung Kleinstraße starten. Die Navigation und das und der Ton über das Display selber. Das erfüllt seinen Zweck. Es ist absolut in Ordnung. Auch die Voice-Funktion, solange die Musik nicht zu laut ist, erkennt das Display eure Stimme sehr, sehr gut. Und ja, das Teil macht einen guten Job. Ich habe euch das Ganze mal in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr daran Interesse habt. Ja, was soll ich euch hier noch schwer zeigen? Es ist ein Android-Auto-System zum zusätzlich Anbringen. Ihr verbindet das Ganze mit dem Handy und seid eigentlich schon fertig. Wenn es bei euch vielleicht noch mit dem Audiosystem funktioniert, umso besser. Hier funktioniert es leider nicht. Und ja, das soll es gewesen sein zum Carpogo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.